Was ist da mit so einem Eingangsschlüssel? Wie funktioniert das doch? Hallo? Sag mal, du Depp, was ist denn mit dir los? Das gibt's ja nicht. Ja, halt, halt! Ja, halt, halt! Halt, halt, halt! Ja, halt, halt! Das ist nicht! Halt, halt! Ja, jetzt holen Sie, waren ja alles zusammen. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich hab jetzt nicht gehabt, weil der, wenn er mal in Fahrt ist... Wir sind vom alten Hilfswerk St. Georg. Wir sollten hier unsere Weihnachtskrippe aufstellen. Da ist mir nichts bekannt. Was sagst du, was Hochsteig habt? Ich krieg ja Sitz. Aber wir sind doch vom alten Hilfswerk. Aber was heute da hin? Kommt überhaupt nicht in Frage. Tippi, geh mal, bis später. Nein. Also er oder ich. Ja, du kannst ja nur überlegen, mit wem das der Weihnachten feierst. Ich weiß, dass wir noch verheiratet sind. Es ist mir wurscht, ich will den Kerl nicht mehr sehen. Mutti. Jetzt sieh doch endlich einmal ein, dass ich diesen eifersüchtigen Giftzwerg einführe. Nein, ich war noch nicht beim Einkaufen. Fräulein, immer erzählen. Mutti, ich muss jetzt Schluss machen. Es geht gerade dermaßen zu da herin. Aber das mit Bruno schlagst du aus dem Kopf. Das ist mir wurscht, ob der sich freuen wird. Dich hat er ja nie verhaut. Du hast leicht reden. Ja, und ich bin auch allein. Ich bin froh, dass ich allein bin. Und dann kommst du mit der Schnapsidee daher. Voll danke. Will müsste noch in Ordnung sein, aber schauen Sie mal nach. Ciao. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich war vorhin hier. Können Sie mir bitte mal erklären, wie dieser Betrag hier zustande kommt? So, das war Öl, ja. Frostschutz, ja. Funkuhr, ja. St. Pauli Busenwunder und Erdnüsse. Also, was gibt's da zum Aussetzen? Ach so, ja. Na, also. So, Sie haben gehabt? Ich zahle zwei Kaffee. Zwei Kaffee für 80. Und gleich bitte. Was ist hier? Frau Herzog Castaldi, das nur Herzog, bitte. Ich bin froh, dass ich in Castaldi los bin. Gut, also, Frau Herzog, das, was ich Ihnen mitzuteilen habe, dürfte vielleicht niemand der anwesend. 44 Cent, 50 und 50 Cent, 100. Voll fest. Dankeschön, ebenfalls. Frau Herzog, das, was ich Ihnen mitzuteilen habe, ist für Sie von erheblichem Belang. So, Sie wollten auch sein, was Herr Schmudi, mir lasst leid, aber die wollen jetzt alle zum Einkaufen. Meine Zeit ist ebenfalls beschränkt, ja. Ich möchte nur, dass Sie in Zukunft jede Menge Zeit haben werden. Wie bitte? 5 Cent 10, 40 Cent 50 und 50 Cent 100. Hey, guck mal, gerade mit dem 100er daher. Lesen Sie das doch einfach mal durch, wenn Sie dann irgendwann mal Zeit haben. Ja, oder? Ja, Herr Schmutt, jetzt warten Sie heute lang. Ich halte es auf. Nix doch. 40 und 40. 14, 50. Und so sind 15 und 20. Wo ist fest? Danke. Non-Stop-Music! Aktuelle Information! Hallo? Radio Ikebana! Drecksau, Scheinheilige! 8:57 Uhr und am Mikrofon begrüßt Sie Ebi Werner. Und hier auf Radio Ikebana ist wieder aktuelles Reisewetter angesagt. Markus! Kübler, Ihrem starken Partner in der Gottlieb-Daimler-Straße in Geiselbullach. Steffen, frohes Fest. In Mallorca baden. Wassertemperatur immerhin noch 90 Grad, 1 Grad mehr als die Luft, 18 Grad. Überhaupt Kanarische Inseln. Wer über die Feiertage nichts mit Familie zu tun hat, wenn nicht gleich der große Karibik. Steffen, was kostet die Zeitung? 3x8, 3,80. Ja, Herzog hier. Poldi macht euch einen Tankstelle. Ich hätte gern. Mittelgebirge, Fichtelgebirge, Erzgebirge und Bayerischen Wald. Tja, da sieht's schlecht aus. Da ist die Leute noch grün und auf der Piste. Ja, Herzog hier. Poldi macht euch einen Tankstelle. Ich hätte gern den Herrn Hessler. Denn was
Ja, Hessler hier, Herzog hier, Poldimarkt Olding Tankstelle. Ich hätte gerne einen Hessler gesprochen. Ja, den vom Vorstand. Gibt's nur einen? Nein. Ja, natürlich. Ja, Herr Klingbeil, lass mich das morgen entscheiden. Schöne Tage. Danke, Herr. Den Herrn Hessler. Frohes Fest, mein Lieber. Aha. Okay, alles Gute. Was? Wo ist der Groß? In Olching. Also hier bei uns praktisch. Danke, Frohes Fest. Markus! Chefin, was kosten denn die Dauerbrezen? Dauerbrezen 60. 60, also ich mag 20. So, warte mal. Markus, ich muss mal geschwind den Folgen rüber, gell? Aber Chef, hallo, Susi. Guten Tag. Hin? 8.59, Radio Ikebana mit aktuellen Schlagzeilen vom Tage. Bitte Nikolaus spulen. Geil. Hey, Susi. Ein paar wichtige Radiomeldungen. Grüß dich, servus. Was ist jetzt mit den Brezen? 120 Mal. Grüß dich, da fürs Fest. Mein Süß. Hat das so gut gemacht. Sie können da fangen stehen bleiben. Sie, Frau Dünskoppen, ich suche einen Herrn Hessler. Aber wir haben feine Erlaubnis. Nichts, das geht nicht hier, nicht weg. Der muss heute hier im Haus sein. Oh, gut, dass wir das gesagt haben. Aber ja. Nicht hier dahinten. Aber gerade noch rechtzeitig zum Fest der nächsten. Wir haben hier noch einmal frisch für Sie geschlachtet. Vergessen Sie nicht, auch am zweiten Feiertag ist der Festtagsbrat der Höhepunkt jeder Familie. Sie ist der frei? Dann geht das rum. Danke. Wer ist gerne weg? Sie stinkt ja recht. Ganz mild, ja, danke. Sonntag 98 ist das Zutreiben macht echt auch an Weihnachten Spaß. Denn die heißt es so schön, zu Polti fahren, Bargeld fahren. Susi, Herr, komm schon, alles einfach. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Dankeschön, mach's Gundi, gut, alles da, frohes Fest. Meist es süß. Hat das auch mutig gemacht? Nein, Gundi, sagt das mir, das Feiern ziemlich vergangen. Stell dir mal vor, ich hab heute von Schmose die Kündigung gekriegt. Dabei hat mir der Hessler noch vorige Woche versichert, dass er mir die Pacht verlängert. Und heute? Kleberle. Was gerade heute? Susi, jetzt zeig mir so anders mal Stress. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Mach's gut. Ciao. So. Wiedersehen, Freier. Hey! Freischürzer. Nun nicht. Sie, Herr Wittihofer, ich suche einen Hessler. Nicht. Wo, 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 Sie Depp, Sie sagen's einmal. Tja, kann passieren. Wo sind wir denn? Sie Winkelhofer, ein Hessler suche ich. Sei fix, noch mal nein. Wer ersetzt jetzt da den Schaden? Angeblich ist der doch im Haus, oder? Eigentlich müsst ihr das Sieb zahlen, gell? Geh, Winkelhofer, Sie haben doch selber gesehen, was los war. Was ist hier los? Jetzt schauen Sie doch mal bei mir wieder vorbei. Da gebe ich eine halbe aus, oder? Wir haben ja nichts zu suchen. Aber wir haben sie erlaubt, es. Naja. Genau genommen ist ja das höhere Gewalt. Kein Ärger, morgen ist Weihnachten. Gehst du hoch drauf, dann gehen wir heim. Sie, ist der Hessler noch im Haus? Mei, schon normal. Und wenn, noch beim Schmude oben, vielleicht. Das schauen Sie heute mal selber. Ihre Smallfraft Schmude? Ja, Herzog hier. Ich hätte gern den Herrn Hessler gesprochen. Ja, danke. Wer will sich jemand sprechen? Felder. Im Augenblick schwierig. Er ist gerade in einer Sitzung. So ein Quatsch. Wer ist es denn? Dieser Herzog von der Tankstelle. Ich hab keine Zeit. Wieso, Schmude? Gehen Sie doch ran. Sie stehen doch hier noch rum. Hat doch keine Eile. Die kann ruhig warten. Frau Herzog, es ist leider so, wie ich Ihnen eben schon gesagt habe. Herr Hessler ist gerade in einer wichtigen Besprechung. Ach, mit will Sie sprechen. Wer sagten Sie? Frau Herzog Castaldi. Geben Sie mal. Hallo? Hallo? Tut mir leid, angehängt. Lieber Schmude, so geht das nicht. Sie müssen doch für die Leute jederzeit erreichbar sein. Sie sind der Ansprechpartner.
alles auf eine Frau. Das wollen wir doch einmal sehen. Frau Herzog ist ein Auslaufmodell. Venus 2. Sie hat mir gerade gekündigt. Wieso kündigt die auf einmal? Mir hat sie noch vorige Tage wegen der Pachtverlängerung nach dem Tankstellenumbau in den Ohren gelegen. Nein, danke. Ist eine unzuverlässige Person, ja bitte. Sie lebt in der Zwischenzeit von ihrem Mann getrennt. Sind völlig unklare Verhältnisse. So was muss einem doch gesagt werden. Ich habe in der Zwischenzeit einen Nachfolgerechter besorgt. Erstklassige Referenzen würde sich sogar an den Umbaumaßnahmen beteiligen. Ich mach das schon. Ja? Herr Schmude, zahlt Ihnen eigentlich wer was dafür, dass Sie mir auf einmal kündigen? Später, ja? Eine Kostenbeteiligung hat mir auch Frau Herzog angeboten. Ich verstehe das nicht. Das mit Ihrem Mann ist mir allerdings neu. Da sehen Sie, die ist alleine total überlastet. Ist völlig egal. Die redet mal so, mal so. Das ist gar nicht egal. Frau Herzog war bisher immer eine tüchtige Person. Die hat ihren Laden anständig geführt, was man von Ihnen nicht gerade behaupten kann. 7% mehr Schwund! Ja, ich hab Ihnen doch gesagt später, oder? Wer hört denn das schon wieder? Ach, nichts. Ach, nichts ist keine Antwort. Herr Hessler, ich habe wegen der Schwundproblematik extra einen neuen Detektiv eingestellt. Das ist ein Spitzenmann. Vielen Dank, Frau Meier. Ja, also, der hat jahrelang einschlägige Erfahrungen in den neuen Bundesländern. Schweinfurt. Nee, Dresden. Schweinfurt! 13% mehr Umsatz, Diebstahlsrate unter dem Durchschnitt. Aber da passt der Chef ihm selbst auf. Herr Hessler, ich... Fräulein Meier? Ja? Kennen Sie Lujewski? Vom Versand? Ja. Es könnte Ihr Nachfolger werden, wenn Sie hier so weiter wursteln. Na. Da, sehen Sie? Was sagen Sie dazu? Vor unseren Augen. Wo ist denn nur Ihre Stasi-Wunderwaffe? Naja, der Mann kann ja nicht überall sein, nicht? 29, bitte 62. 29, bitte 62, dringend. Aber Sie können vor Ort sein oder mindestens sich drum kümmern, dass solche Leute... Da! Jetzt geht dieses Subjekt einfach. Tun Sie doch was, Mensch! 29, bitte 62. 29, bitte 62, dringend. Frau Heutecker, bitte 37. Marilyn, grüß dich. Servus. Da, wo ist das? Na, süß. Das hat Mutti gemacht. Schau. Susi, heute für die Auers dabei. Frohes Fest. Süß. Hat meine Tochter gemacht. Mei. Frohes Fest. Frau Heutecker, dringend. Kennen wir, Fräulein. Bei Franks, ob die Verkäuferinnen, die kennen mich alle. Jacqueline! Haben Sie die Ware bezahlt? Welche Ware denn? Diese Ware. Erfreuten Sie, sie muss den Herrn Hessler erwischen. Üblicherweise bezahlt man, bevor man das Kaufhaus verlässt. Erzeugen Sie es heute dabei für mich. Der Wagen steht eh noch hinter der Kasse. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss Sie jetzt bitten, mit mir mitzukommen. Sie, was soll das? Ich arbeite hier schräg gegenüber. Ich gehöre praktisch zum Haus. Hier geblieben! Das passt zu Ihnen. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich, ich wollte den... Hat sie bezahlt. Aha, was geht hier vor? Ich habe diese Person bei einem Unterschleif in Tateinheit mit Republik mit Fluchtversuch gestellt. Jetzt reden Sie doch keinen solchen Bockmist. Obendrein hat diese Dame an mir einen Bestechungsversuch unternommen. Sind Sie wahnsinnig? Sie, der spinnt. Also, Frau Herzog, so wie sich mir der Sachverhalt darstellt, scheint es ja wohl eher um eine Verfehlung Ihrerseits zu handeln, oder? Also, das ist doch ein Witz. Ich hab den Herrn Hessler gesehen und bevor der wieder nach Osnabrück abkommt, ja, da haben Sie sich gedacht, ich kaufe ich doch am besten billig und preiswert ein, oder? Also, liebe Frau Herzog-Castaldi, jetzt, wo sich unsere Wege trennen, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Niveau Ihrerseits gewünscht. Sehr gut, teuer Kauf. Weiter so. Dass Sie sich nicht genieren. Verehrte Kunden. Schenken Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten einmal etwas Praktisches aus unserer Heimwerkerabteilung. Volta Kämmsäge,
Kraftvolt 1,6 PS. Na, was erlauben Sie sich? Damit kannst du deinen Drehstuhl reparieren, Meister. Aha, noch ein Kriminalfall. So trifft man sich. Nehmen Sie Platz. Es dauert noch. Also nochmal. Ich, Anton Zafoski. Blödsinn. Muss heißen Toni von den Tontauben. Genannt der gute Ton. Ja, mit dem Tonband. Ja, jetzt hören Sie auf mit dem Schmarrn. Wir wollen ja heute noch fertig werden. Ich, Anton Zafosnik, begab mich am Samstag, den 23. Dezember gegen 9.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Firma Poldimar. Das ist Stuss. Dieser bescheuerte Kinderchor ist schuld. Es war reine Notwehr, dass ich mir den Walkman übergestülpt habe, sonst wäre ich durchgedreht. Na, das ist doch wohl die dreisteste Ausrede, die ich in meinem Leben je gehört habe. Ich schwör's, ich hätte alles kurz und klein geschlagen. Du Bärbel, ich bin gerade beim Poldi. Sie haben den Walkman in eindeutiger Absicht an sich genommen. Beim Gehen hätte ich die Kiste liegen lassen, die hat ja eh keinen guten Zaun. Batterien für die Krippen habe ich schon. Finger weg vom fremden Eigentum. Kassette gehört mir, Meister. Und wo kriege ich den her, den Hornhauthebel? Hobel, wie schaut denn der überhaupt aus? Mhm. Berghoff? Ich glaube, wir drücken mal bei der Herzog Castaldi ein Auge zu. Herr Schmudi. Ausnahmsweise, weil morgen Weihnachten ist. Geh dann mal, ja. Sortieren Sie die Ware wieder ein und dann lassen Sie sie laufen. Jetzt passen Sie mal auf. Ich will den Fachvertrag, ne? Den können Sie sich in der Haare schmieren. Sehr gut. Erstens hab ich überhaupt nichts gestohlen, wie er ständig. Sie können gehen. Wird ja auch lange Zeit. Na, Sie doch nicht. Na, was ist? Brauchen Sie eine Sondereinladung? Ich gehe, wann ich will. Merken Sie sich das. Erst soll einmal der Herr da feststellen, wer da herin im Recht ist. Wir sind doch hier nicht in der DDR. Raus! Nicht so laut. Nein, bin schon wieder da. Für den Sieg, Herr Deo. Diese Stasi-Krücke ist echt der Härtefall. Na, mit Ihnen werde ich auch noch fertig. Sie Früchtchen. Sie bezahlen die Ware oder Sie gehen über die Feiertage in Bunker. Dreck werde ich. 89 Mark 90. Unter diesem Betrag kommen Sie hier nicht raus. Da, der Rest ist für Sie. Für den charmanten Service und das Fischbüchsel. Stimmt so? Katzenstreu haben Sie auch, logisch. Die Sache mit dem jungen Mann wäre doch dann erledigt, oder? Nehmen Sie augenblicklich Ihr Geld zu sich. Merci. Nein, ich bin schon noch da, Bärbel, ja. Ja. Christi, Susi. War echt stark von dir gerade. Totaler Bringer. Susi, tu cercata. Non voglio vederti mai, ne anche a casa della mamma. Ma Susi. Vai, hier. Nicht schon wieder. Was willst du denn von so einem Massa zu Fussi? Komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein oder ein Bier. Wir können da gleich hier in die Pinte gehen. Das ist zwar eine Popelbude, aber was soll's. Das ist meine Popelbude. Ja, Chefin, wo bleiben Sie die ganze Zeit? Gerade ist ein Sortieren aus. Hat er was gesagt? Ah, frohes Fest. Herzog? Mutti! Ich bin noch nicht dazukommen, hier war der totale Stress. Gar nicht so unkomfortabel hier. Ja, aber jetzt über Mittag hole ich die Gans. Nur die Musik tönt irgendwie ab. Ich hab angerufen, der Bichler hebt uns auf. 6 Kilo. Das klang doch für uns zwei, bitte. 2 Kaffee, bitte. 2 Kaffee für 80. Stimmt schon. Danke. Mutti, ich hab die Liste. Ja. Nein. Nein, der Bruno hat mir gerade schon wieder aufgelauert. Mutti, du weißt, was ich dir gesagt habe, er oder ich? Ja, und Zitronat und Mandelöl, ich weiß. Ja, mach ich. Du Mutti, ich muss jetzt Schluss machen, es ist gerade dermaßen ein Betrieb da herin. Mach ich nachher. Ja, auch. Ja, ciao. Vorhin so ein starker Auftritt und jetzt vor so einer alten Nervensäge klein beigeben, wa? Wenn's nichts von Sachen, wo sie nichts verstehen. Also, mögen Sie einen Kaffee? Danke. Nummer 6, bitte. Nummer 6, 49,99. 50. Danke. 50 zurück, vielen Dank. Ja. Bitte. Wiederschauen. Wiederschauen. Nein,
Sie sich, verlaubt er schnell, schnell, wenn man jetzt die Weihnachtsschinken vergisst. Da muss ich da jetzt ab 10. Januar passen mit dem Tapezieren. Du, vor Ostern geht da gar nichts. Ah, dann kommst du am Karfreitag. Ja, schauen wir mal. Bitte, Richard. Ich kann das Geld ja abarbeiten. Soll ich das Flugobjekt abholen? Bitte was? Die Weihnachtsgans. Ich hab einen Führerschein. Ich könnte ja mit deiner Karre irgendwie... Ja, sonst noch was. Nix da. Das macht der Markus, gell, Markus? Heute muss ich erst Werkstatt aufräumen. Na, das könnte ich ja dann machen. Hey, dann haben wir Werkstatträume schon selber auf. Zuerst fast und heute die Gans. Warte, du kriegst nur die Liste. Bin nämlich noch überhaupt nicht zum Einkaufen gekommen. Aber Chefin, was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht? Es geht dich nichts an, Dicker. Los, fahr endlich zu. Ich passe hier schon auf deine Chefin auf. Sie, gell? Sie muss mir das von dem gefallen lassen. Von ihm nicht, aber von mir. So, das gibt einen Bichler. Da hast du die Liste und jetzt fast zu. Ja, fahr! Ein bisschen Dalli. Na, was ist jetzt? Ja. Kann ich noch so einen Pilz? Ein Pilz? Sofort daher. Macht das schon. So, Ihr Pilz. Danke. Passen Sie auf, Sie. Oh. So eine Hilfe kann ich verzichten. So. So was gibt der Kids dafür, sagt man. Um Gottes Willen. Da kriegen Sie ein neues. Jetzt trinken Sie Ihren Kaffee aus und dann gehen Sie es zu. Kann auch jedem mal passieren. Übrigens, ich hätte da eine Bitte. Bisher habe ich dich noch nie um was gebeten. Also? Kannst du diese Musik ausmachen? Danke. Sonst noch Wünsche? Ja, eine Zigarette. Ich hab aufgehört. Hey Meister, hast du mal eine Zigarette für mich? Jetzt wird's ja immer schöner, an unsere Gäste anschnurren. Was war uns denn? Egal, Hauptsache es stinkt. Hast du mal Feuer? Rauchen dann selber. Ist nichts passiert, gell? Nein, nein. Danke. Ganz schön viele Idioten laufen da rum in diesem Konsumtempel. Der übelste Schleimer war dieser eine, der kurz in der Rumpelkammer aufgetaucht ist. Der Schmude. Was weiß ich, wie dieser Kotzbrocken heißt. Der ist wohl in dich verknallt, wa? Sonst nur was. Nummer drei, bitte. Die Sorte kenne ich. 60 Mark grad, das brauchen wir quittern? Ja, bitte. Schauen Sie sich ruhig schon um, Frau Czubinski. Picobello Maßanzug. Der gilt heimlich im fremde Waschbecken. Na, hören Sie mal. Ah, nicht Sie, der redet von einem Bekannten. Danke, frohes Fest. Solche Typen sind alle gleich. Du auch. Der meint's nicht so. Doch, genau so meint er's. Allmählich wird's Zeit, dass Sie hier ausziehen. Wie meinen Sie denn das? Zieh du erst mal hier aus, du Deo-Stinker. Kommen Sie. Auf. Sie brauchen mir hier nicht die Gäste blöd anreden. Das war doch ein ganz öliger Wichser. Und dieser Schmuddler, wie er heißt, ist auch so ein astreines Bilderbuch-Arschloch. Sogar wenn Sie recht haben, Geschäft ist Geschäft. Ja, genau so reden die. Geschäft ist Geschäft. Na, hat's geschmeckt? Ja. Wie sagt man da? Danke. Nicht so laut! Ist von mir, das sind wir! Meine Band! Ich singe! Aber doch nicht so laut! Es muss direkt in die Eingeweide pfeifen, Mann! Ein Text versteht nur nicht gescheit, der ist zu leise. Hey du! Ich meine dich mit dem Maßanzug! Ich muss nicht immer alles glauben, was der Papst sagt. Noch nie was von Überbevölkerung gehört? Zahlen! So, jetzt reicht's. Schauen Sie, dass Sie rauskommen, und zwar auf der Stelle. Bin schon weg.
Dieser Schnellpizza-Mifia geht mir sowieso schon die ganze Zeit auf den Geist. Raus! Sie unverschämte Subjekt, Sie! Ach, was soll's. Du gehörst doch genauso dazu, du feige Bürgersemmel. Los, hör ab. Drei Cola. Drei Cola. Drei Pommes. Drei Pommes. Und zwei Pils. Zwei Pils. 23,50. Entschuldigen Sie, die junge Leitsamheit zu Docks. Wieso? Die Musik war doch gar nicht schlecht. Jedenfalls besser als das Gedudel davor. Ja, aber der da hat schon satt unterhergekriegt. Ach, was soll's. Im Endeffekt sind mir die von der ehrlichen Sorte trotzdem lieber. Wiederschauen, frohes Fest. Wiederschauen. Meister, wer wird denn am Fest der nächsten Liebe die Zeche fallen, ne? Der Herr will unbedingt zahlen! 50 Mark und 1 Pfennig. Menschenskinder, du auch noch. Und ein Pfennig! Ihr wird nicht gemogelt. Ja, komm, was bist denn du für einer? Menschenskinder, Pfennig, Ahnung. Ja, lassen Sie es gut sein. Nichts da! Geschäft ist Geschäft, das habe ich doch von dir gelernt. Sie fix, hast du keine Augen im Kopf? Ja, das ist ein Wahnsinn! Das ist die Gab, Gott, sie fix noch mal! So ein Scheiß! Hab ich vorhin vergessen. Hier, 50 Mark. Glückspfennig. Gut aufbewahren, dann wendet sich's Schicksal. Sieht das von vorhin, tut mir leid. Ich war einfach mit den Nerven runter. Als dann? Frohes Fest. Die Kohle bringe ich vorbei. Das Geld schenke ich Anna. Von dir brauche ich nichts geschenkt. Hey, Kopf hoch. Der Laden steht ja noch. Ich war blöd. Wir waren beide blöd, vergiss es. Hey, wer wird denn wegen mir hier rumheulen? Ihnen nicht, da brauchen Sie sich gar nichts einbilden. Eigentlich geht es an Dreck an, aber jetzt ist eh schon wurscht. Na, vom Maßanzug. Ja, ja, das ist aber sehr nett. Ihnen auch frohes Fest, ja? Arschloch. Herr Uhl, nun zu Ihnen. Meine Einkaufsquittung. 15% hatten Sie gesagt. Ja, nee, 10%. Wie sieht's übrigens aus mit Ihren drei Porsche-Leasingraten, die Sie im Rückstand sind? Müssen wir da jetzt drüber reden, ja? Einen Tag vor Weihnachten? 15% jederzeit, wenn ich bei Ihnen einkaufe, hatten Sie mir aber zugesichert. Oder täusche ich mich? Tja, dann wird das wohl seine Richtigkeit haben, ne? Fräulein Meier! Oh, Fräulein Meier. Bitte sagen Sie dafür, dass Herr Uhl in Zukunft 15% auf alle Waren bekommt, die er hier kauft, ja? Selbstverständlich, Herr Schmuck. Danke. Dann darf ich gleich die neuen Pächter vorstellen. Herr und Frau Tschibinski. Ah ja? Ach, Herr Tschibinski, tragen Sie doch schnell mal die Tüten in meinen Wagen, ja? Schön. Ich komme dann gleich, danke. Und zerkratzen Sie mir nicht den Lack. Fein. Herr und Frau Tschibinski freuen sich schon sehr auf Ihre neue Aufgabe. Also, jetzt mal Klartext. Was wird mit der Tankstelle? Ist alles klar. Ist alles auf dem besten Wege. Wo bleibt mein Fuhrvertrag? 15.12. war Stichtag, heute ist der 23. Ich
Ich versichere Ihnen, da kann gar nichts mehr schiefgehen. Ich habe gerade erste positive Signale aus der Zentrale bekommen. Das erzählen Sie mir schon seit 2 Monaten. Nun hören Sie mir mal gut zu. Ich habe Ihnen eine fette Vorabvermittlungsprovision gelöhnt. Wenn da irgendwas schief geht, werden Sie die Euroleasing GmbH kennenlernen. Ich war gerade drüben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Pächterin an den Umzug dächte. Ja, selber schuld, diese saublöde Fischbüchsen. Du musst dieselben miesen Tricks anwenden wie er. Ich habe da schon so eine Idee. Denn 2,98 Mark werden wir wie ein Krimineller behandelt. Du musst fighten, irgendwas musst du tun. Diesem Schleimer einen Denkzettel verpassen. Ich würde am liebsten noch mal rübergehen und diesem verwichsten Geschäftsführer voll eins überbringen. So, Michi, du hast gehabt 4 Jägermeister. Jawohl. 3 Pilz. Jawohl. 2 Kosakenkaffee. Ja. Und einmal rosa Pase, aber die schenke ich dir. Danke. 32,50. Stimmt schon. Na, Michi, das ist zu früh. Warte. Frohes Fest. Danke. Hast du jetzt deinen Führerschein schon wieder? Logo. Nicht schlecht. Rechts und links gehört dem eine reingesemmelt. Blaues Auge hauen. Und zum Abschluss? Voll in die Eier. Das, wenn einer mal machen darf, den einmal so richtig abwatschen wie ein Lausbaum, so rechts und links eine rein, dass er mal sieht, wie das ist. Der hat sofort einen 100er springen lassen. Abgemacht. 100 Cash. Ich geh jetzt gleich rüber und schlag deinen Herrn Schnuller zusammen. Was ist? In dem Abend? Nein. Guck mal, ist ja gar nicht in sein Büro mehr. Ist ja alles abgewickelt. Glaubst du, ich lass mir so eine Weihnachtsgratifikation entgehen? Wie Gott. Gut. Die Nummer 4 habe ich. Nummer 4, 78. Das sind 80. Das sind 100. Wunderbar, danke, Lübern. Danke, Greg. Was ist mir, wird der Arm lahm. Also gut. Sie fahren einen Schmuddel. Und von mir kriegen Sie einen 100er. Abgemacht. Also wie gesagt, Sie kommen pünktlich 18 Uhr hier rauf, fesseln mich, wie wir das gerade geübt haben. Ich habe in der Zwischenzeit einen Umschlag mit 1000 Mark in 100 Markscheinen vorbereitet und Sie verlassen auf schnellstem Wege das Haus. Ach Herr Schmude, ich hätte da noch eine Taxiquittung von der Anfahrt. Sagen Sie mal, Ihnen geht's wohl nicht gut. Wissen Sie, dass Ihre Kollegen bekommen? 95 Mark und die stehen seit 9 Uhr auf der Matte. Ja, Sie. Aber woher weiß ich denn, dass Sie ihn da wirklich verhaut haben? Ich schlag ihm das Nasenbein ein. Nun bringt ihr ein blutiges Taschentuch mit. Mhm. Vielleicht ein Bier dazu. Carina Super. Und woher weiß ich, dass das vom Schmude ist? Gar der Weihnachtsmann empfiehlt. Tja. Guten Appetit. Sieh, ich hab's. Idee. Sie schneiden ihm, wenn sie ihn verhaut haben, sie deppert die Krawatten ab. Okay. Schnuffis Krawattenzipfel gegen Bargeld. Okay. Abgemacht. Geschäft ist Geschäft. Grüß Gott. Hufi Leuchtpferd. Ich brauch das Feuer. 10 Mark und 3. 3 Pfennig Schinkierner. So. Hab ich einen Frischer? Ein Markus. So, die setzen uns noch auf. Jetzt sind sie getarnt bis zur Unkenntlichkeit. Markus, kennst du den Herrn noch? Chefin, was soll denn das? Oder was soll denn der ganze Zinnober? Kleine Überraschung für den Vorstand. Ein Gag, verstehen Sie? Wegen der Weihnachtsfeier. Entscheidend ist absolute Pünktlichkeit hier, als jemand während der Vorstellung auftaucht. Oh, ist die echt? Denken Sie hin. Das ist ganz einfach ein Jux. Ach so. Ja, raus. Laude, Lebkuchen! Zimtsterne! Willst du auch mal beißen?
Reinkowitz und für Reinkowitz. Aber auch nicht echt. Hey, immer der Reihe nach hier, ja? Mensch, wir gehen zusammen. Jetzt haben wir alles noch. Ja. Wollen Sie das hier alles aufessen? Na, 40 Jahre haben wir gehungert. Jetzt sind wir mal dran. Die Gans ist schon längst im Kühlschrank. Ja, natürlich. Was? Na, ein Zitronat und Mandelöl. Schicke Markus gleich noch mal rüber. 60 Mark. Nein, das macht ihm nichts aus. Nein, bestimmt nicht. Ja, hab ich. Ihr Quitto? Nein, ich will ihn nicht sprechen. Cosa fa a casa della mamma? No. No, ho detto no. Lasciami in pace. Stronzo. Markus! Buongiorno. So, Fall gelöst, hier. Bist du bei der Mafia, oder was? Und wo ist die Krawatte? Kommt doch noch. Erst mal hier. So dringend hätte ich das Fischzeug für nicht gebraucht. Aber die Quittung. Hier, derselbe Beleg. Steht drauf. Fischfilet, Anchovies, 2,98. Datum, alles stimmt. Damit gehst du jetzt rüber. So ein Schmarrn, die sind doch auch nicht blöd da drin. Da hat ich zwar Pfennig schenken. Jetzt bin ich über eine halbe Stunde wegen diesem Schrott angestanden. Wissen Sie, sowas ist nicht mein Stil. Tu, was ich dir sage und alles wird gut. Hier noch ein Talisman. Ich muss jetzt rüber deinen Geschäftsführer poppen. Mein Geschäftsführer? Ich bin vielleicht auch herin mein eigener Geschäftsführer, gell? Hasta la vista. Halt! Ach. Markus! Nicht runter, rauf! Sie wissen doch ganz genau, Sie haben Hausverbot. Ah ja, Hausverbot, genau. Schauen Sie, deswegen komme ich ja auch. Ich habe jetzt nämlich meine Quittung doch noch gefunden. Ach so, so, schau einer an. Ja, also der Detektiv war ja dermaßen rabiat, da habe ich vor lauter Aufregung, verstehen Sie es? Seien Sie doch einmal her. Moment. So einen Schachtel, aber mit dem habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Doch, wo haben Sie den aufgegabelt? Hört man das nicht? Ich habe diese Person mit eigenen Augen beobachtet. Also unglaublich. Ungeniert reißt er die Absperrkette durch und schnappt sich diesen Videorekord. Na ja, das ist, wie soll ich, Herr Schmude? Ich weiß ja auch nicht. Ach, Sie kennen sich. Na, das wird ja immer unglaublicher. Allerdings, unglaublich, das ist das richtige Wort. Und das verrottete Subjekt bedienen sich dann dazu auch noch der Kleidung unseres Hauses. Zu Herrn Schmude bitte dringend, ist unterwegs. Da sind Sie ja. Mein lieber Meinzel. Kennen Sie diesen Mann? Im Augenblick, aber Sie haben ihn doch selber zu mir reingelassen. Ja, genau, stimmt. Und wann war das? Irgendwann oder so, vorhin. Ich kann es Ihnen genau sagen, 2:30, nachdem Sie vom Mittagessen gekommen sind. Ja, stimmt, genau. Jetzt haben wir? 17 Uhr. Das macht 2,5 Stunden. Seit 2,5 Stunden läuft dieser Mann in meinem Auftrag durchs Haus und klaut wie ein Rabe. Und Sie brauchen 2,5 Stunden, um diesen dreisten Dieb hier zu entdecken. Mein lieber Mann. Das ist vielleicht ein erbärmliches Armutszeugnis. Ja, Gott sei Dank, dass seine Probezeit noch nicht abgelaufen ist. Das ist ja unglaublich.
Das bedeutet ja mit anderen Worten... Sie sind entlassen, ja. Na gut, Sie können auch bleiben, bis wir einen Ersatz haben. Hm? Frau Meier, wenn Sie bitte die Sachen wieder in den Sack packen, ja? Mhm. Herr Weinzierl! Moment. So, hier. Komfort ist fest. Vielen Dank. Sehr gut, Weinzierl, sehr gut. Für Sie haben wir auch was. Gute Nacht. Noch sind Sie ja bei uns. Prost, das bleibt hier. So, das war's dann. Wir können alle wieder an die Arbeit gehen. Frau Meier, der Weinzierl soll die Sachen jetzt haben, ja? Ja. Sind Sie wahnsinnig? Hä? Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Sie Psychopath. Das ist wie ein Rausch gewesen. Ja. Reisen Sie mal zusammen, ist ja nur noch eine Stunde. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Raus. Um Punkt 18 Uhr sind Sie wieder da. Kommen Sie mal mit. Würden Sie bitte einen Moment warten? Ja, 18 Uhr. Ja, danke. Ach, Sie da, Frau Herzog Castaldi. Bitte. Was verschafft mir die Ehre auf einmal so viel Zeit? Herr Smudi, ich kann jetzt beweisen, dass der Detektiv mich zu Unrecht beschuldigt hat. Da, schauen Sie mal. Frau Dünskofen, lassen Sie es bitte einfach stehen und holen Sie einen zweiten Rest. Ja, vielen Dank. Haben Sie es gehört? Frau Meier, würden Sie bitte Frau Dünskofen begleiten? Haben Sie es gehört? Da, jetzt schauen Sie mal. Das ist also Ihre Quittung, Ihr Beleg sozusagen, ja? Genau. Ihr Detektiv ist ja derartig über mich hergefallen, dass... Den Winkelhofer bitte dringend. Tja. Was machen wir? Ich möchte vor allem, dass dieser Herr Dings, dieser Detektiv, sich vor der gesamten Belegschaft bei mir entschuldigt. Der hat mich ja vor allen Leuten blamiert. Wie stehe ich denn da? Also, ich werde dann mal Ihre Quittung zu Ihrer Personalakte hinzufügen. Ich habe ja den Vorgang von heute Vormittag als Vermerk an die Zentrale hergerichtet hier. Da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Das kann man so sagen. Übrigens, wenn Sie uns reinlegen wollen, dann müssen Sie jetzt ein bisschen geschickter anfangen. Hier, Kaufobjektbetrag, Datum, das stimmt alles. Aber hier die Uhrzeit, 15.07 Uhr, was soll denn das? Ich fürchte, jetzt kommt zum Diebstahl noch eine Betrugsanzeige. Und das, liebe Frau Herzog Castaldi, das dürfte Sie endgültig disqualifizieren. Ach, mein lieber Winkelhofer, da sind Sie ja. Bitte seien Sie doch so nett und leiten Frau Herzog Castaldi zum Ausgang. Und zwar auf dem schnellsten Wege. Diese Dame hat ab sofort absolutes Hausverbot. Häusler? Gerne. Absolutes Hausverbot. Haben Sie verstanden? Na, hat alles geklappt? Haben wir denn ausgemessen? Nichts, aber das glaubt man sowieso keiner. Wieso? Was ist denn passiert? Platz bei der Winkelhofer. Der Mensch ist versaut. Doch, wir haben eine vollkommen eine Chance, aber das ist ja überreißig. Oder ist auch noch hochkommen. Und man spürt das verschwunden. Jetzt gingen mir zwei Kostüme ab, gell? Da kostet eins, kostet über 200 Mark. Also praktisch als Doppelte, als was der ganze Nikolaus da kostet. 600 Mark? Drei Nikolaus. 300 Mark gar nicht. Wie zum Beispiel heute hier bei mir. So, dann wollen wir gleich den Problem wiederschneiden. Ich würde sagen, es handelt sich hier um eine großporige Mischhaut mit der leichten Tendenz zur Fältchenbildung. In solchen Fällen empfehlen wir immer unsere Venus-2000 Gesichtsmaske für die reife Frau. Lassen Sie die Gesichtsmaske einfach weg. Ja, nee, ich bin jetzt da gut mit Ihrer Batterie. Die hat eine Ecke, da haben wir nebeneinander hergegangen. Und da, Entschuldigung. Wir werden nun Venus-2000 Gesichtsmaske flächendeckend einmassieren. Wir sind noch nicht ganz fertig. Dankeschön, mir reicht's ja so. Sieh da, Besuch. Sie haben mir gerade noch gefällt.
Klasse sieht so aus. Sonst alles in Ordnung? Der Dreck ist in Ordnung. Sie mit Ihren guten Tipps. Kommando Häuptling Poldemark läuft absolut fahrplanmäßig. Sieht total echt aus. Und hier, Krawatte. Sie sind gescheites Rindfisch, Sie. Nicht so laut. Wegen Ihnen kriege ich jetzt einen Prozess an Hals. Kleines Erinnerungsfoto? Wenn ich diese saublöde Quittung nicht wiederkriege, dann bin ich erledigt. So eine Schnapsidee und ich blöde Urschel voll drauf rein. Der Nikolaus wundert sich. Jetzt hörst du auf mit dem Schmarrn. Auf der Quittung war die falsche Uhrzeit. So, Nikolaus wundert sich nicht mehr. Wissen Sie, was das für mich bedeutet? Das ist das Ende meiner Existenz. Aus ist. Tja, scheiße. Entschuldigung. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mir diese Quittung noch mal unter den Nagel reiß. Kein Beweis mehr. Oder am besten gleich die ganze Personalakte. Ausgerechnet am Samstag muss diese Geldtransportfirma streiken. Was? Sie streiken? Na, ist ein bisschen salopp ausgedrückt. Die meisten von denen sind in Urlaub. Was da an Verantwortung auf uns zukommt. Sie, früher, wie der Safe noch nicht da war, da haben wir ja am Wochenende oft das Geld noch mit heimgenommen. Sie. Das war vielleicht riskant. Und, wie oft sind Sie überfallen worden? Eigentlich nie. Na, dann wird's aber höchste Zeit. Ciao. Mensch, Susi, geil. Was machst denn du hier? Gut schaust aus. Echt geil. Neue Frisur? Na, was macht man am Kaffer so ein Safe-Ausraum, oder? Depperte Frage. Du, ich schaff nachher noch auf einen Sprung vorbei. Gut schaust aus. Echt geil. Hey, Achtung, Susi. Achtung, ich wiederhole, eine wichtige Durchsage. Der kleine Florian, deinen Nachnamen hat er uns leider nicht geil. Gehabt, ist an der Sammelkasse abgegeben worden und möchte bitte umgehend mit seiner Mama abgeholt werden. Verzeihung, hallo? Verzeihung, hallo? Was kostet denn dieser Jugendphonoschrank? Oh, das ist ein Klump, da darf ich dringend abraten. Danke. Rose, ich glaube, das ist nichts für ein Timmy. Hallo, Freundchen. Was willst du denn eigentlich mit dem Plastikkram? Fernsehen. Philipp, Kathi, komm jetzt! Ich hätte dir das gerne erspart, Meister. Los, Hände hoch. Los, darüber. Na, da haben wir ja das fehlende Kostüm, Sie. Na, das ist doch wohl der Gipfel der Unverfrorenheit. Ich hätte dir das gerne erspart, Meister. Hände runter. Ganz leise und unauffällig umdrehen. Los. Geräumige Schubfächer mit großzügigem Stauraumangebot. Da kann die Hausfrau, wenn's pressiert, auch mal kurz ihren Liebhaber verschwinden lassen. Nein! So hellhörig, Donner. Ein unangesagter Besuch taucht überraschend auf. Früher eine Katastrophe, heute kein Problem. Im Nu wird aus dem Bett ein funktionierender Schrank. Schrankwand Las Vegas. Umdrehen, so senkt er mit dem Kopf nach unten. Umdrehen. Andersrum mit vier unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Las Vegas.
Vegas löst ein für alle Mal ihre Okay, Master. Kinder leicht in der Hand haben. Gute Reise. Effektiv in der Wirkung. Zu und weg. Sie sehen, so einfach kann Wettenmachen sein. Dank Las Vegas. Verehrte Kunden, in wenigen Minuten schließt das Volkswagen Einkaufszentrum. Wir bitten Sie, Ihre Einkäufe zu beenden und hoffen, Sie nach den Feiertagen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und bitte vergessen Sie nicht, zu Volkswagen Hallo, Sie. Sie, was passiert jetzt mit dem Mann da drin? Dem geht's gut. Zisch ab. Zu wem wollen Sie denn? Ist doch nicht. Sie haben hier oben nichts verloren, kommen Sie. Aushilfskräfte werden unten beim Herrn Winkelhofer abgerechnet. Hier lang. Sie gehen jetzt darüber, wo nur für Personal steht. Rechts die Treppe runter, zweite Tür links. Und Sie fahren nach Herrn Winkelhofer. Hallo? Hallo? Da jetzt nichts putzen, hier Weihnachten. Verstehen Sie? Deutschland nix. Da hinten putzen, da putzen. Gut, gut. Gut, sehr gut. Da hinten putzen. Gut, gut. Ganz hinten, hier Weihnachten. Da jetzt nichts putzen, hier Weihnachten. Gut, gut. Da hinten putzen. Kollege, ganz hinten. Gut, gut. Gut. Wischen Sie noch Ihre Bahn. Vielen Dank Ihnen auch und guten Rutsch. Also dann, also dann. Hier nix putzen. Deutschland nix. Woanders putzen. Hier Weihnachten. Verstehen? Gut, gut. Aus jetzt hier, komm. Da putzen, hier Weihnachten. Gut, gut. Komm, hör mal, schmeck die. Mhm. Komm, geh lieber wieder raus. Pass auf, wenn die Dünnskurvenzicke reinkommt. Ja? Komm, ich komm allein zurecht, ja? Du, hör mal, Iris. Und wenn der Nikolaus auftaucht, ne? Dann schließt einfach auf ein bisschen rein, ne? Und du kommst ein bisschen später. Und dann holst du das ja ab. Also, mach's gut. Toi, toi, toi. Ich liebe dich, ja? Ach, Sie sind noch da. Ja, aber nimmer lang. Also dann.
Dankeschön. Geben Sie es her. Das Geld lief er schon selber ab. Frau Dünskofen, darf ich Ihnen Ihr Präsent? Vielen Dank und frohes Fest. Mein lieber Weinziel, frohes Fest. Ja, ja, ja. Also nochmals grüßen Sie Ihre Mutter und frohes Fest. Guten Heimweg, vielen Dank auch. Frohes Fest! Weinziel, immer noch fleißig. Was treibt Sie denn nochmals zurück ins Büro? Ich habe bloß meinen Sekt vergessen. Na, wenn Sie kein anderes Geschenk für Ihre Frau haben. Das nicht, aber ja, mei, also dann. Ja, Sie müssen sich beeilen, Ihre Bahn. Also die 18.17 Uhr, die kriege ich sowieso nie mehr. Also dann. Also dann. Nichts da, nichts da! Grüß Gott, Herr, Wiederschauen. Ja, hallo! Gut, gut. Tun Sie doch das lächerliche Ding weg. Los, bringen wir es hinter uns. Aber Moment. Hier, zählen Sie nach. Na, haben wir es? Dann zur Sache. Ja, was ist? Aua. Au. Sind Sie verrückt geworden? Das war doch gar nicht so verabredet. Sie Rüpel. Hey, sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Sie müssen mich doch hier an dem Stuhl... Das wird ein Nachspiel für Sie ab! Hier geblieben! Nanu, meinst du? Immer noch fleißig? Bin schon weg. Sind Sie ja! Sagen Sie mal, was ist denn in Sie gefahren? Sie Arschloch! Sie wird anständig gefesselt wie ausgemacht. Aber die Krawatte, die werden Sie mir ersetzen, Sie Trottel. Welche Krawatte? Jetzt tun Sie doch nicht so, Sie alberner Scherzkeks. Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Wie reden Sie denn mit mir? So. Wo ist der Umschlag? Wie, welcher Umschlag? Mit dem Geld. Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt, ja? Das haben Sie doch eben von mir bekommen. Also, lass mich doch nicht von Ihnen verarschen. Ich kriege 1.000 Mark wie ausgemacht. Sind Sie verrückt geworden? 2 Mark kassieren, wo gibt's denn sowas? 1.000 Mark, her damit. Die haben Sie doch schon gekriegt, Mann! Was, ich glaube, ich spinne. Wo sind wir denn? Also, hätte ich mir gleich denken können, dass du so eine linke Sau bist, du linke Sau. Oh! Schauen Sie mal, sind Sie übergeschnappt? Aua. Halt die Fresse. Her mit dem Geld. Ja. 1.000 Mark. Sie sind wohl blöd, Mensch! Ich will schon was. Kommt hier mal ziemlich schlaff vor, oder? Ah, da haben wir schon was. Aber das reicht nicht. Meinen Wagen. Das können Sie doch nicht machen. Oh, oh, auf, oh, oh. Hallo. Helfen Sie mir, Fräulein. Binden Sie mich los. Ich bin überfallen worden. Wie heißen Sie? Gottfried. Gut. Sie, mir müssen helfen. Gut. Ja, losbinden. Gut. Wenn nicht losbinden, hat Konsequenzen. Ja, dann Sie fliegen raus. Na, nicht festbinden. Losbinden, du blöde Kuh. Gut. Sie sind entlassen, Sie blöde Gans. Hilfe! Hilfe! Ich bin überfallen worden!
Überfall stattgefunden. Bitte hören Sie die Ruhe. Die Polizei wird in jedem Augenblick da sein. Besteht kein Grund zur Panik. Schaffbar. Stopp, vielleicht. Stopp, auch Sie kann ich nicht mehr hinauslassen. Das wird jetzt ein Fall für die Versicherung. Arschloch! Geschäft ist Geschäft. Haben Sie nicht schon genug kassiert da drum? Wie meinst du das? Ich hab doch alles mitgekriegt da drum. Total Banane, der Typ, ne? War aber trotzdem ein professioneller Top-Act. Hier, macht 100. Dass Sie sich nicht genieren. Sie haben doch weiß Gott genug kassiert. Naja, im Grunde steht ja auch ein Anteil zu. Darum geht's doch gar nicht. 50-50, okay? 50-50, okay. Sagen Sie mal, für wie blöd halten Sie mich? Wieso ist dann ganz real an dir? So, real. 50-50, dass ich nicht lache. Wissen Sie was? Sie mit dem gestohlenen Geld, Sie können immer gestohlen bleiben. Hey, was hast du denn vor? Warte doch. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Wo willst du denn hin? Wenn Sie es genau wissen wollen, ich brauche nur Zitronat und ein Mandelöl. Und jetzt hauen Sie ab. Herr Wachtmeister. Wenn Sie Probleme haben, bitte, da oben ist jede Menge Polizei. Was soll das? Halt! Geh rein! Kannst du es weiterkommen? Ich will mit ihm nicht in einen Topf geworfen werden. Geh rein! Also, wenn Sie da erwischt werden, ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Hätte Sie schon heute Vormittag sitzen lassen sollen. Wer hat denn die ganze Schweinerei hier angefangen? Du! Ach, jetzt wäre ich auch noch an Ihrem Überfall schuld, hä? Hey, wir haben doch einen Drecksack. Wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Dass Sie mich für so saudumm halten. Haben Sie das ganze Geld versteckt? Wo haben Sie es denn? Personal lieber zur Dauerwurst und dann zuerst die Kundschaft. Rektor! Darum brennt der Christbaum. Was soll die Festbeleuchtung? Ja, darf ich mal hin? Hallo. Riedel, bitte den Christbaum aus. Ja, und Arbeitslicht, danke. Wir waren schon am Flughafen. Haben Sie aber Glück gehabt. Du? Hallo Ursel, ja, du, das wird heute leider nichts mehr. Tausend Knöpfe und keiner funktioniert. Was ist das? Wo kommt das her? Schmude? Winkelhofer! Was? Warte bei den Möbeln!
Scheint sich um politisch motivierte Täter zu handeln. Total verwichster Sound. Hey! Vielen Dank. Schiffe haben Sie geschnappt? Du ist da nichts. Ach, geben Sie es doch zu. Das wird teuer. Mit gefangen, mit Garn. Ja, und normalerweise auch mit beteiligt. 8, 10, 40. Naja, viel ist nicht, ne? Hey, die hat Geld gekostet. Ja, meins. Sie haben immer noch nicht gesagt, wo sie das ganze Geld versteckt haben. Ja. Und der Rest? Gibt keinen Rest mehr, wird's nicht. Ach, und die 400.000 Mark sind von der Luftsparkasse gekriegt. Welche 400.000 Mark? Die krempeln doch hier die ganze Bude rum. Ist doch viel zu gefährlich, Mensch. Ich komme doch nicht mit dem ganzen Geld durch die Kontrolle. Jetzt mach dir nicht wieder gleich ins Hemd. Pass auf. Ich werde dafür sorgen, dass die Alten nicht kontrolliert werden. Du nimmst dir jetzt das Paket und versteckst das da unter dem Krippengerümpel von denen. Aber Horst, wäre es nicht doch am besten, wenn wir das Ganze bis nach Weihnachten hier unterm versteckt? Rock von der Maria. Hm? Glaub mir, mit Abstand das Sicherste. Du machst das schon. Das passt zu dem. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Trotzdem will ich fertig sein. Willst du jetzt deinen Anteil? Ihr seid praktisch die einzigen, die wo nicht kontrolliert werden. Das ist aber sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Wachtmeister. Weil die wo Sie kontrollieren lassen, die sind das meistens sowieso nicht. Also, wenn es mich fragt. Der ganze Schmarrn mit der Kontrolliererei, das ist ja nur zwecks der Versicherung. Aber mich fragt ja keiner. Haben Sie das gesehen? Man müsste sich die Kiste schnappen. Ihr glaubt, das, was drin ist. Guten Abend. Wiederschauen. Da, Schwester. Ein kleines Weihnachtspräsent von mir. Kommen Sie doch. Weil es den ganzen Tag so schikanieren hat müssen. Oh, danke schön. Vielen Dank. Lassen Sie es schmecken, Schwester. Ja. Frohes Fest, mein Lieber. Ihnen auch. So.
halt! Nix da! Stehen lassen! Wir können das alles miteinander ausfahren! Halt ist aus! Nix ist aus! Die Maria kannst du wieder einsetzen! Ja, aber vor was schreist du nicht so? Auf der Paletten können wir das alles miteinander ausfahren! Ja! Ja! Ich geh dann schon eine Weile zum Auto runter, Herr Krebs, gell? Dich auf, Mädel. Was ist los? Mädel, verdächtige Geräusche in der Schrankwand. Okay, sichern, du auf der Seite. Terrain sichern. Schwandaler, da in Anschlag. Auto da in Anschlag. Wer immer Sie sind, kommen Sie heraus. Hinter die Schrank. Die Schrankwand ist umstellt. Sie haben keinen Schaden. Hallo? Jeder Einsatz von Waffen ist sicher. Entschuldigung? Hey Sie! Ich habe eine Bitte. Ja. Was gibt's denn? Könnten Sie mir geschwind was halten? Ja, Altenhilfswerk. Genau. Nein, was halten? Ja, freilich. Altenhilfswerk, sage ich doch schon. Nein, mitkommen! Ja. Halt! Da hinter! Wo ja. Ist da? Genau. Wenn's Wasser kommt, ja. Da in den Eimer reinspritzen, bis ich komm. Ja, ich hab die Schuhe, ich halt den Schlauch und du drehst auf und nachher nimmst du einen Schlauch wieder. Ganz gell? Genau ja. So, alter Dackel. Die Warnung. Kommen Sie unverzüglich heraus. Ich lasse in 15 Sekunden durch meine Beamten den Schrank öffnen. Die Frist ist verstrichen. Da kann dann jetzt einiges kaputt gehen. Soll ich? Ja, los, machen Sie. Das zahlt die Versicherung. Deckung! Achtung! Und ran! Rückseite ohne Befund. Weiter sichern. Manöver beendet. Ja, sparen Sie sich Ihr Gelächter! Schaffen Sie lieber die dämliche Krippe raus! Zu Befehl! Fonsi! Fix! Wo ist er denn wieder, der alte Depp? Glaubst du, das kaum lassen, ein bisschen allein, ist er weg? Los, der wird schon irgendwo sein. Das packen wir jetzt auch mit. Du passt auf, Ivo. Scheiße. Aber schwer. Und jetzt habt ihr halt den ganzen Tag umeinander drauf. Haben wir. Das ist ein Zauber, Ivo. Schaut aus wie echt. Hat nichts geholfen. Genauso hin bei der Dauerwurst wie die anderen, gell? Da bitte, Herrschaft, machen Sie doch Platz!
Machen Sie doch Platz für die Leute vom alten Hilfswerk. Die sind über 80 Jahre alt und seid heute Morgen auf den Beinen. Ja, ja, wir stehen uns das alle dafür. Fürst im Bauch. Wir wollen jetzt aber rum. Es muss doch einmal raus. Ja, gut. Überstunden werden selbstverständlich bezahlt. So, von welchem Geld bitte? Herr Dr. Böhm, ich rufe Sie zurück. Meine Damen und Herren, ich kann Ihren Unmut verstehen. Aber ich kann Ihnen diese unangenehme Prozedur leider nicht ersparen. Wir haben dringenden Verdacht, dass sich die Täter hier noch auf dem Gelände befinden. Hallo. Ja, spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Fonsi! Naja, rufen ist beim Herrn Krebs ja leider völlig zwecklos. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir noch mal reingehen und an ihm suchen. Haben Sie vielleicht einen älteren Herrn gesehen? Ungefähr so, so groß. Wie schaut der aus? Ja, Mensch, Fonsi, wo bleibst du denn? Wo bleibst du? Heute spinnen sie ja wieder, oder? Wir haben ja schon alles fertig. Ja, ja, was ist noch da? He? Variate, die war beinahe wieder flach geblieben, weißt du es nicht? Herbrot hat wächst den gar nichts mehr machen. Ja, wir? Ja, das gibt's doch gar nicht. Wir haben da alles hergebracht. Sie waren doch selbst dabei, Schwester Rotha. Ja, mir ist auch so vorkommen, als wären vorhin mehr Figuren da gewesen. Ja, Chefin, wo bleiben Sie die ganze Zeit? Vor 3 Stunden haben Sie gesagt, dass Sie in einer Viertelstunde wieder da sind. Nein, und jetzt sind Sie seit 13 Viertelstunden geworden. Wo ist denn meine Mütze? Entschuldigung, Meister, aber dieses Edelteil hat jetzt Nase. Und der Kumpel, der das Ding jetzt trägt, der hat's bitter nötig. So ist das Leben. Kopf hoch, Dicker. Ich werd's dir bei Gelegenheit ersetzen. Was, Susi, hast du schon wieder neue Frisur? Geil! Das ist ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, die sie letzte Zeit immer so fall zum Frisieren. Die hat auch schon wieder 2 Mal angerufen. Der hat aber auch gut stehen, so ein Perücken. Echt geil. Markus, ich hab 5 Bier, jetzt fahren wir. Hey, Moment. Na du, ich muss noch abbrechen, gell? Ah, das machen wir nach dem Feiertag. Fahrt's zu? Aber Chefin... Komm gut heim, Dicker. Ich passe ja schon auf deine Chefin auf. Ja. Der hätte gerne mal einen Schmarrn. Aber Chefin, wir müssen... Markus, geh weiter. Doch. Er kommt schon. Fahr. So. Jetzt machen wir dann die Scherung. Muss uns ja nicht unbedingt gleich jeder zuschauen dabei. Was ist denn das beim? Da hast du zwei. Hey, was soll denn mit dem Club? Ja, ein bisschen Stimmung, bevor wir den Tresor kriegen. Also egal, wie viel Geld drinnen ist. 50-50, okay. Mei, so viel Geld auf einen Haufen, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Auf einen Schlag werde ich meine ganzen Schulden los. Und dann kaufe ich mir eine riesen Anlage. Und der Rest wird auf den Kopf gehauen. Ich glaube, ich spende auch einen Teil. Wenn einem so viel praktisch geschenkt wird, dann muss man SOS Kinderdorf oder Tierschutzverein. Ein paar Mark sollte man schon aufs Sparbuch tun. Das sowieso. Fehlt noch die richtige Musik. Hast du was da? Nichts, was er noch gefunden hat. Egal, mach. Vielleicht im Radio. Was ist das? Das ist geil. Lass mal. Passt doch. Ja? Komm. Was ist denn da los? Nix. Der Haller ist schon gestorben. Ein Überfall.
Ein Überfall? Weiß man schon, wer es war? Ein Mann und seine Komplizin. Ein Mann und eine Frau? Wahrscheinlich einer, der da angestellt ist, wo sie auskennt. Hallo, Sie. Sie, ich weiß, wer es war. Ich habe einen dringenden Verdacht. Der rennt's doch nicht. Sie, ich muss mit Ihrem Chef sprechen. Ja, das ist keine Zeit. Ja, aber wenn ich doch weiß, wer es war. Da hinten, geradeaus links, ist der Ausgang. Und wann finden wir das hoffentlich allein? Wenn ich Sie so direkt anspreche, aber ich täte mich für Ihre Analyse interessieren. Wen? Na, wer es Ihrer Meinung nach gewesen ist. Guten Abend. Moment, da habe ich was Besseres. So, jetzt können Sie es von mir aus daneben schütten. Sie sind ja wie ein Profi. Gelernt ist eben gelernt. Na, heute, das lassen Sie mich lieber. Schauen Sie, ganz vorsichtig. Oh. Ach, so macht man das, ja? So ungefähr. Also, jetzt darf ich sagen, versaufen wir die Million. Prost. Ich geh schon. Telefonieren ist teuer. Die Mama sparen wir uns. Erst habe ich noch was für dich. Mei, das Zitronat. Dass Sie daran gedacht haben. Danke. Vielen Dank. So, jetzt kriegen Sie aber noch was von mir. Na, die Frau, die habe ich heute schon einmal festgenommen. Welchen Unterschleif? Geil. Jetzt werden schön Zeug. Da. Er ist ein ganz schräger Vogel. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das war der Bursche, ganz eindeutig. Sorry, da ist gut. Also, nein, Sie aber auch. Er ist ein ganz schräger Vogel. Geil. Schon Wahnsinn, was man am Tag wie heute alles erlebt. Eigentlich könnte man jetzt du sagen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber das sage ich schon die ganze Zeit zu dir. Ja, aber so richtig, nicht so einseitig, ganz offiziell. Also, ich bin die Susi. Und wer bist du? Nehmen Sie schon mal die Hände über den Kopf. Hände hoch, dann wird's bald. Sherlock Holmes. Markus, wir trinken gerade dein Weihnachtsgeschenk. Magst du einen Schluck? Keine Bewegung. Nehmen Sie dem die Waffe. Aber passen Sie auf, der Kerl ist heimtückisch. Ich glaube, die haben zu viel Fernsehkrimis gesehen. Wo haben Sie es? Mein Führerschein? Zu Hause. Wo ist der Revolver? Da ist der Revolver her. Sag mal, haben Sie dir ins Hirn geschissen oder was ist los? Keine Bewegung. Hände hoch. Also Spielzeug bei Pengsoos, das habe ich drüben gelassen. Gib sich keine Mühe, die Tricks kennen wir. Lassen Sie die Metzen. Beim nächsten Mal wird's ernst. Also, wo haben Sie die Waffe und wo ist das Geld? Das Geld, das wüsste ich ehrlich gesagt selber gerne. Na, seid ihr alle miteinander wahnsinnig? Kurt, was ist mit dir passiert, dass du mit dem Verrückten da mitmachst? Er hat seine Anhaltspunkte. Geiles Foto, ha? Was deppert, das fällt dir nicht ein. Am alten Stasi haben sie auf den Leim gehen. Siehst doch, dass der Mo spinnt. Ihnen wird das Spotten noch vergehen. Also, her mit dem Geld. Doch, mehr habe ich nicht. Der Sklave wird selig. Los! Suchen! Na weg! Suchen! Finger weg, du Zauber! Problem. Da. Haben Sie das gehört? Ich habe nichts gehört. Ganz deutlich. Da war doch was. Ich habe nichts gehört. Schmude, haben Sie das gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Haben Sie was gehört? Nein. Haben Sie nichts gehört? Das klang wie eine Explosion. Ja, ja, ich bin schon eilig. Ich hab was gehört. Sie, der Mann ist auf. Der hört nichts. Ein Gerät, du kannst auch plötzlich daher, gell? Ein Schuss was. Ein Deutscher. Herr Dr. Hessler. Weiß ich ganz genau. Dass das scheiß Taxi nicht kommt. Das machst du prima, Dicker. Du hättest Hilfs-Sheriff werden sollen. Halt's mal. Na, wo haben wir die Beute? Am besten, Sie sagen es gleich, wir kriegen sie ohnehin raus.
Jetzt glaubt es doch endlich, wir haben nichts. Ich nix, er nix, beide nix. Na, dann ziehen wir ihm andere Seiten auf. Los, suchen Sie schon mal das Geldversteck. Sag, aber spinnst du, Kurt? Habt ihr es ja nicht anders wollen? Ihren Gedächtnis mal bitte auf der Sprünge verhelfen. Los, einschalten! Mach das sofort aus! Einschalten! Ausschalten! Mir drehen erst ab, wenn Ihnen das Geldversteck eingefallen ist. Widerlicher Staat, Sie das! Lass mich endlich los! Ja. Guten Abend. Das war der Herr Drechsler. Der, was ich vorhin sprechen wollte. Und? Ich glaube, das hat sich erledigt. Nichts hat sich erledigt! Das sind die Täter! Das Geld ist nur noch nicht aufgetaucht. Sie haben aber merkwürdige Verhörmethoden. Sämtliche Indizien sprechen für sich, das waren die beiden. Jetzt hören Sie mal auf zu fantasieren. Sie waren wohl zu lange im Schrank eingesperrt. Das waren auch die beiden! Die beiden sind wohl an allem schuld. Wenn ich es Ihnen sage, die beiden waren's. Das sind die Täter. Die Täter sind praktisch mitten unter uns. Und sie sehen einfach zu. Lass es den Mo, der tickt nicht ganz sauber, die sehen's ja. Aber in einem hat er recht. Die Täter sind tatsächlich hier. Mitten unter uns. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Er war's. Das ist ja absoluter Blödsinn. Ich bin ja überfallen worden. So, von wem? Was weiß ich von wem? Von dem Nikolaus. Vielleicht war er selber der Nikolaus und hat sich selber überfallen. Das ist ja wohl der Gipfel. Ich werde Sie anzeigen wegen Verleumdung. Sie alle haben diese unglaubliche Unterstellung gehört. Sie alle sind Zeugen. Was machen Sie denn da? Sie alle sind Zeugen. Das ist ja ein Ding. Sie werden doch wohl das Geschwätz von dieser Geisteskranken nicht für voll nehmen. Doch, vielleicht können Sie es nur brauchen. Das ist ja wirklich ein Ding. Aber die Frau Herzog, die will sich doch nur rächen. Sie wollen sich nur rächen, weil wir sie heute Vormittag nämlich in Flagranti bei einem Ladendiebstahl erwischt haben. Das kann ich bestätigen. Ja, sehen Sie es, hören Sie es. Ach, halten Sie den Mund, Sie Esel. Und wie erklären Sie uns das hier bitte? Ja, das ist ein Komplott. Das sind üble Machenschaften. Man will mich reinlegen. Er war's. Er hat den Überfall erfunden. Ja, wie hätte mich denn bitte schön selber fesseln und verprügeln sollen, bitte hier? Angeblich war doch eine Komplizin dabei. Herr Hessler, ich darf mal in den Karton von der Dame da schauen. Mir ist schlecht. Das werden Sie jetzt nicht tun. Ist doch nichts dabei, wo nichts drin ist. So waren die ganzen Kontrollen am Ausgang. Für die Versicherung. Nee, Frau, hätten Sie was dagegen? Nur um diesen sonderbaren Verdacht auszuräumen. Wie erklären Sie uns das hier bitte, Fräulein Meier? Fräulein Meier, also das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. In Ihrer Position? Du Drecksack. Du wolltest mich auslenken, du fieses Schwein. Mit so Natur kommen und mir diesen Scheiß andrehen. Was ist passiert? Wo hast du das ganze Geld? Bloß um Ihre Haut zu retten. Wer hat sich die Idee denn ausgedacht? Wer hat die Idee denn ausgedacht? Hör dich ab, du Miststück! Also, ich glaube, da gibt es noch einiges zu klären. Ihn? Sie? Ihn auch. Und den da hinten auch. Reifkopf. Herr Herzog, Telefon. Ich weiß eh schon, wer es ist. Ja, Mutti? Mutti, jetzt hör mal zu, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, ich habe alles, aber ich komme gerade nicht weg. Wenn ich dir sage, es geht nicht, dann geht's nicht. Aus, basta! Der soll bloß nicht kommen. Ich selber bringe dir den Zeug schon irgendwie vorbei. Ja, ich weiß, dass morgen Weihnachten ist. Jetzt hör endlich auf, du alte Nervensäge. Bravo. Frau Herzog-Kastei. Da, das ziehst du dabei an. Was anderes habe ich nicht. Schon wieder so ein Maßanzug. Frau Herzog-Kastei. Entschuldigung. Gleich. Könnte ich Sie einen Augenblick... Jetzt hör endlich auf mit dem Schmarrn und schau, dass du nass kommst. Ich will dich nie wiedersehen, doch, Herrin. Das tut mir echt leid. Sei stark. Naus! Oder halt kurz. Warte mal einen Augenblick, jetzt einmal weiter.
Uniform zu meiner Mutter. Dockst dir das ganze Zeug nach und hilfst dir beim Herrichten. Geil. Genau, und hier unser Dicker. Der soll gleich mithelfen, als Buße quasi. Dann sehe ich von der Anzeige ab. Habt ihr das Pferd jetzt vor? So machen wir's. Lauf mit euch. Danke, Christian. Und vom Heuer wünsche ich mir zu Weihnachten eigentlich nur eine Humolka-Kettensäge. Susi, großer Feier, bitte. Vai via. Ma Susi, come parli con me? Subito. Chiamo la polizia. Wer war denn das schon wieder? Das war mein Mann. Herr Dr. Hessler, Telefon Ihre Frau. Ich rufe zurück. Frau Hessler, er ruft. Sag, Herr Hessler, jetzt. Also, ich wollte mich erst einmal bedanken. Ich mich auch für die Kündigung. Sehen Sie, genau dieses Thema wollte ich ja gerade ansprechen. Einen Tag vor Weihnachten kündigen, das ist eine Sauerei, das ist genau wissen. Wie bitte, was? Sie haben doch gekündigt. Was, ich? Glauben Sie, schreibt mir selber so einen Brief? Das ist ein Ding. Frau Herzog-Kastaldi. Nur Herzog, bitte. Ich sag ja nicht Hessler-Poldi zu Ihnen. Verzeihung, Frau Herzog. Von Kündigung war meinerseits nie die Rede. Das muss ein Irrtum sein. So, auf einmal. Da ist anscheinend doch einiges schiefgelaufen. Am besten, darf ich Sie zum Essen einladen? Von mir aus? Hunger wäre schon vorhanden. Also, wir sind jetzt soweit fertig. Wir telefonieren. Oder haben Sie schon was vor heute Abend? Nein, ich gehe schon mit. Habersack, ordern Sie einen Tisch im Truthahn für zwei Personen. Okay. Gleich, Herr Hessler. Ich warte. Mein Geschäft ist Geschäft. Weißt du was? Tast der Pizza auf. Da, zwei Minuten einstellen, schalt sie von selber auf. Ein Schlüssel, werf die Briefkasten. Wenn's magst, rührst du mal auf die Feiertag. Wenn's magst. Susi! Susi! Susi, domani è Natale! Vai via! Frohes Fest, mein Lieber, alles gut! Herr Hessler, andermal, ich hab ganz was Wichtiges vergessen. Wir telefonieren. Los, fahren Sie! Another star with another end. Sag mal, wo hast denn du den Föhn her? Ich spiel mir jetzt wieder Rolle. Wir sind alles Wahnsinnige unterwegs. No, Herr Steindl. Ist doch wahr. Ja, jeder spinnt, weil er jeder nur an sich denkt. Haben Sie noch eine Currywurst? Überhaupt einen Spenden zusammenkriegt. 128 Mark und 70. Und 150 Mark kostet schon die LKW-Miete. Da sehen Sie es, weil ja jeder nur an sich denkt. Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Ja, mindestens ein Wahnsinn. Sehen Sie, Herr Steindl, es gibt halt doch noch gute Menschen. I'm coming home.